Ey, yo, sag mal, warum bist du eigentlich als einzigster von uns noch Single? Das heißt einziger. Deshalb. Sag mal, trinkst du um diese Uhrzeit schon Whisky? Weil ich erfolgreich bin und es mir leisten kann. Das kennst du nicht. Glück auf, ihr Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Adel1993. Im November haben wir uns schon mal angeguckt, wie das bei mir so läuft mit dem Frauenkennenlernen und mit dem Daten. Ja, wer sich erinnert, es lief nicht so toll. Alle, die das Video aus dem November noch nicht gesehen haben, dort oben habe ich es euch jetzt mal verlinkt, also schaut es euch gerne nochmal an. Ja, und jetzt sind genau 2 Monate vergangen und ich würde sagen, das schreit doch förmlich nach einem Update. Mal sehen, was so in letzter Zeit passiert ist. Natürlich habe ich mir auch wieder Hilfe geholt, ganz klar, muss sein. Ach, und wundert euch nicht, dass die Frauen komischerweise alle dieselbe Haarfarbe haben. Ist halt sein Typ. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Viel Spaß. Bitteschön. Hey Bro, ich weiß, du hast mir ja schon mal geholfen mit Frauen und so, aber es hat ja nicht so richtig geklappt. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps, die ich relativ einfach umsetzen könnte? Ich glaube zwar, das ist Zeitverschwendung, aber okay, ich helfe dir. Ich kann's ja. Also pass auf, versuch's mal damit. Du musst sie ein bisschen merken lassen, dass du ihr was bieten kannst, ja? Dass sie von dir was erwarten kann, dass du gut bist. Und dass du vielleicht auch besser bist als gewisse andere Typen, ja? Ah, okay, danke, Mann. Ich hab's verstanden, ja? Ciao. Aber denk dran, dass du nicht zu dick auftritt. Du, sag mal. Was ist eigentlich an dir besonders? Ich meine, was hebt dich ab von anderen? Ich habe einen IQ von 150. Oh, das ist ja beeindruckend. Aber mach dir nichts draus. Es stört mich nicht, dass du dümmer bist als ich. Das ist ja wohl die Höhe. Du, kannst du mir mal sagen, wie spät es gerade ist? Oh, warte, da muss ich erstmal auf meine teure Uhr schauen. Du, also ehrlich, solche Sachen, die beeindrucken mich gar nicht. Aber guck mal, was ich hier habe. Ha. Geld. Oh, warte mal. Noch mehr Geld. Moment mal. Noch mehr Geld. Ach du guter Gott, ist das ja. Warte mal, guck mal dort unten. Noch mehr Geld. Ach. Ja, ich sag dir, diese anderen Typen, diese armen Schlucker, ne? Geld. Hallo? Und das ist alles so passiert? Du hast so eine Scheibe, Alter. Okay, pass auf, wir versuchen was Neues. Versuch's mal damit. Du musst in den Gesprächen, ja, gleich am Anfang, musst du herausfinden, ob die Frau ehrlich ist zu dir. Ob die es ernst meint. Oder ob sie sich in irgendwelche Widersprüche verstrickt, ja? Da musst du aufpassen, weil wenn das passiert, dann hast du ja auch nichts gekonnt, weißt du? Du musst ja sehen, dass deine Partnerin dann auch ehrlich ist zu dir. Und wenn du merkst, dass sie nicht ehrlich zu dir ist, dann kannst du auch ruhig mal sachlich, aber bestimmt klare Kante zeigen. Ah, okay, danke, Mann, ich check das mal. Aber pass auf, kleinere Notlügen und Flunkereien sind okay. Oh, ist echt total schön mit dir. Aber ich muss noch ein bisschen mehr wissen. Du hast ja in deinem Profil geschrieben, dass du gerne kochst. Was kochst denn du da so Schönes? Oh ja, das stimmt. Also so Nudeln und Lasagne und Aufläufe und so. Also so viel Italienisches und so. Ui, oh, das klingt ja richtig lecker. Also so richtig schön, so mit viel Käse und so. Nee, also Käse kommt da gar nicht drauf bei mir, wenn ich koche. Wie ohne Käse? Kochen ohne Käse geht nicht. Das ist eine Lüge. Und ich lasse mich doch hier von dir nicht verarschen. Raus! Das ist echt total schön hier mit dir. Aber ein bisschen was muss ich noch wissen. Du hast ja an deinem Profil geschrieben, du wiegst 65 Kilo. Und naja, ich muss ja wissen, ob du ehrlich zu mir bist. Deshalb, da vorne ist eine Waage, stell dich mal drauf. So, das Ergebnis bleibt da drauf gespeichert. Gib mal her, das Ding.
Sag mal, bist du bescheuert? Da stehen 68 Kilo drauf. Ich lass mich doch von dir nicht verarschen. Raus! Ey, bist du dumm? Okay, dass du die ohne Käsetussi rausschicken musstest, gut, das ist klar. Das ging wirklich nicht. Aber die andere, Alter, du spinnst doch, Mann. Okay, pass auf, wir versuchen jetzt mal was ganz Neues. Versuch einfach mal bei den nächsten Dates locker zu sein. Locker, lässig, cool. Sag ein bisschen, was du denkst, ja? Das lässt dich locker erscheinen, weißt du? Korrekt, Mann, danke. Diesmal klappt's. Aber pass trotzdem auf, dass du nicht zu beleidigst. Du, sag mal, von 1 bis 10, ja? Wie hübsch findest du mich eigentlich? Naja, wenn du 10 Kilo abnimmst, könntest du vielleicht von einer 7 zu einer 8 aufsteigen. Also das ist ja wohl die Höhe. Ey, hallo, gehen wir jetzt etwa nicht ins Bett? Du, wie findest du mich eigentlich? Ich meine, haben wir eine gemeinsame Zukunft? Haben wir die Chance dazu? Naja, besser als die gestern, aber abwarten. Ich meine, morgen kommt ja auch noch eine und danach mal schauen. Okay, wir brechen jetzt erstmal ab hier an der Stelle. Es wird nicht besser, aber ich halte euch natürlich trotzdem weiter auf dem Laufenden, was meine Dates so angeht. Es kann nur besser werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne diesen Kanal hier, drückt auf die Glocke, denn dann verpasst ihr garantiert nichts mehr. Für heute soll es das nun erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen netten Kommentar, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Oh warte, da muss ich erstmal auf meine teure Uhr schauen. Oh, die sagt gar nichts, weil der Akku alle ist.